Yo, was geht ab? Willkommen zurück hier auf Unica City mit einem neuen Video. Ich befinde mich hier in Las Unicas und zwar aus folgendem Grund. Am Dienstag wurde im Forum das Fußballstadion vorgestellt in den News und das möchte ich mir natürlich mal ansehen. Da war ich nämlich noch gar nicht und das ist noch nicht so lange da. Das befindet sich, wenn wir in Las Unicas reinkommen, das ist da hinten aus dem Gebiet Chinatown. Ja, von da, Kersakow von hier, in diesem Parlamentsgebäude. Ich vermute immer noch, es ist ein Parlamentsgebäude, weil hier auch irgendwie so ein Bus steht oder so ein Geldtransporter. Ich weiß es nicht, darum geht es auch nicht, egal. Jedenfalls müsst ihr euch dann linke Hand bewegen. Da hinten sehen wir noch das neue Stadtbad so ein bisschen. Und dann geht es hier diese Straße lang, eigentlich auf dem Weg zum Funpark. Und da ist mir gerade vorhin auch schon was aufgefallen, dass da hinten nämlich Int steht, also vielleicht für Labyrinth. Und ich wusste gar nicht, dass der Funpark ein Labyrinth hat. Oder gucke ich mir vielleicht nochmal an. Jedenfalls, das ist mir auch schon in den News aufgefallen, hier diese komische Statue. Ich weiß nicht genau, was sie darstellt. Wenn es ein Fußballstadion ist, sieht das ehrlich gesagt ein bisschen komisch aus. Ja, wie so Leichtathletik. Was haben wir hier? Ist das ein Essstand? Oh, guck mal. Ein Burgerladen. Reiseburger. $5 und Special Burger $6. Ich dachte schon, das wäre der Mannschaftsbus. Haha. Grün-weißer Partybus. Was gibt es hier? Wir gucken uns natürlich alles genau an. Ne? Ich rushe nicht durch. Das ist auch ein Burgerladen, aber ohne Preise. Die sind umsonst anscheinend. Ein Apfel, den gönne ich mir. Eine kleine Sitzfläche davor. Da kann man sich schon mal ein bisschen warm trinken fürs Spiel. Und wieder Burger. Wo ist hier das Bier? Mensch, Fußball, da gehört doch das Bier dazu. Ah, ein Fanshop. Das ist aber cool. Gelb und Blau, das sind die Vereine. Das ist Dortmund, das ist Schalke. Gibt es auf jeden Fall Rivalität. Finde ich geil. Oh, da hat man schon wieder direkt so RP-Situation im Kopf. Eine Bank gibt es auch. Funktionieren die schon? Moment. Nee, die sind noch nicht mit drin. Noch nicht richtig implementiert. So, hier durch die Kontrolle. Ich weiß, ich laufe erstmal hier oben so ein bisschen rum. Ich will noch nicht reingehen. Das hebe ich mir nochmal auf. Ah, hier geht's zu den Toiletten oder was? Ich guck erstmal. Wieso kann man sich. Guck mal, da kann man ja einfach hier reinlaufen. Das ist aber blöd, ne? Also, da müsst ihr nachziehen. Das müsst ihr einzäunen. Da bringt ja die Kasse nichts. Da können die Leute ja einfach hier hinten rum und zur Not sogar von da oben vom Berg hier reinschauen. Das habe ich doch reingeguckt. So, Flutlicht. Okay, die finde ich jetzt nicht so schön, muss ich ehrlich sagen. Gehören eher so ein bisschen in die Ecke und vielleicht auch so ein bisschen gebeugt, aber es ist ja das erste Stadion auf Unica City, oder? Gab es schon mal eins? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Katakomben. Oh, ich bin gespannt, ob man auch den Spielertunnel sehen kann. Ist da das? Nee, das kann ja gar nicht sein. Das ist für die Zuschauer? Doch. Wir sehen ja die Spieler direkt. Pokale von Unica City. Ein Pokal und ein WM-Ball, keine Ahnung. Und hier ist für das blaue Team. Wir gehen auch nochmal hier hoch. Müsste man ehrlich gesagt, finde ich, noch ein bisschen abgrenzen. Aber da komme ich gar nicht raus. Zum Glück war das offen auf der einen Seite. Und ich weiß auch gar nicht, ob es hier Spielerkabinen gibt. Die kommen direkt mit dem Bus an und sind dann startklar, oder wie? Also es darf ja auch mal Kritik hageln von mir, oder? Aber generell finde ich es cool, dass es hier ein Stadion gibt. Ich laufe nochmal außen herum. Wie gesagt, einzäunen müsste man das Ganze vielleicht noch. Aber es macht erstmal so einen guten Eindruck. Ich habe aber schon gesehen, das ist kein reines Fußballstadion. Denn da gibt es eine gute Sprintbahn drumherum. Wie nennt man die nochmal? Das könnte Kommentatorenplätze sein da oben. Oder VIP-Lounge. Mal sehen, ob man da hinkommt. Drumherum ist leider nicht viel. Aber sonst der Eingangsbereich ist erstmal ganz cool gestaltet. Hier sind auch noch irgendwie Tafeln. Steht nichts dran, klar, geht auch nicht. So, und hier kommen dann die Fans rein. Hä? Das war's? Da liegt sogar schon ein Ball. Sollen das da Banner sein oder was sind das da für Flaggen? Also wahrscheinlich, oder? So fahren. Ach so, hier geht's weiter. Boah. Muss man die Augen aufmachen. Ja, das ist eigentlich ganz cool.
Aber das hat mehr was so vom Olympiastadion in München, würde ich sagen. Also die Ränge sind sehr flach angelegt, nicht steil wie in so einem schönen Hexenkessel. Und wenn man hier oben ist, sieht man doch sehr wenig vom Spiel. Hätte man auch vielleicht anders lösen können, als diese Gitter zu nehmen, weil man sieht ja dadurch einfach nichts. Und ja, diese Aschebahn hier drumherum nimmt einem halt die Sicht. Also hier hat man auf jeden Fall auch mal Leichtathletik-Sport betrieben. Ist das dann mit dieser Statue da oben doch gar nicht so verkehrt? Da komme ich nicht rein. Schau noch mal von der anderen Seite, was das da sein soll. Das ist auch so eingelassen in den Boden, ne? Es sieht nicht wirklich wie ein Stadion aus von außen. Da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen nachbessern. So, ich vermute, dass da oben. Das sieht aus wie Kommentatoren, oder? Da ist auch irgendwie so eine Erdkugel zu sehen. Ein paar Schränke. Das könnte halt ein Mikrofon sein. Ja, gehen wir noch mal aufs Spielfeld, wenn ich hinkomme. Habe ich jetzt gerade gar nicht drauf geachtet. So, selbe Weg wie die ganzen Fans hier. Also da kommen Fangruppierungen inklusive Mannschaften, die treffen ja alle aufeinander. Kann man nur hoffen, dass es friedlich bleibt. Passiert nichts. So, ja gut. Wofür sind die Teile jetzt eigentlich gedacht? Was sollen die darstellen? Dusch. Hier sieht man leider auch nicht mehr. Also ich hätte doch eher dann hier vielleicht Glas genommen, ne? Hier diese Scheiben hätte ich hier als Trennwand genommen oder die Gitter halt unten, dann die Scheibe da drüber, so wie beim Eishockey ein bisschen. Ich weiß, im Fußballstadion sind da auch Gitter, aber die sind hier in Minecraft. Sollte hier mal ein Event stattfinden, ich glaube es eher nicht. Sehen die Leute nicht wirklich viel, die oben sind. Aber hier, das finde ich ganz gut, wenn man hier unten steht, haben die hier eine Lücke gelassen, dass man da durchschauen kann. Oben muss man sich dann eben so hinstellen, dass man irgendwie was sieht. Das ist wiederum ganz cool. Und hier hätte man ehrlich gesagt noch ein bisschen farbiger machen können, so für die Bandenreklame. Man so typisch kennt. Ich weiß nicht, ob das wirklich so Flaggen sein sollen, die so geschwenkt werden hier hinter den Toren. Man sieht auch, dass die gar nicht gleich sind. Die sind sehr symmetrisch, aber hier hat man da unten noch eine in der Ecke, hier oben eine volle Flagge. Es könnten so Flaggen sein, aber die müssten dann eigentlich eher hier hinten bei den Fans irgendwie so rausgucken. Und in dem leeren Stadion ist ja eigentlich auch gar keiner da, der die Flagge schwenken kann. Ich guck mal kurz im Forum. Na, da sieht das natürlich viel schöner aus. Kriegt ihr das jetzt mit? Wenn ich das kurz umschalte. Ja, da habt ihr den Screen aus dem Forum. Der ist noch ein bisschen verschoben von dem letzten Video, als ich die Jobs vorgestellt habe. Also mit den ganzen Einzelheiten. Hier sieht es natürlich richtig geil aus. Weil es beleuchtet ist, weil es dunkel ist. Schön auch die Flutlichter. So machen sie doch einen besseren Eindruck, als wenn man die jetzt einfach so hier sieht. Nämlich gar nicht. Moment, ich mache das Stelle wieder um. Dann die Crafter. Und da weg. So sieht es ein bisschen lasch aus, das Stadion. Aber so mit dem Licht und so macht es doch einen schönen Eindruck im Forum, das Bild. Ich denke, nachts sieht das hier viel cooler aus. Aber so ein paar Punkte. Muss man. Ach doch, hier sind die Kabinen. Ich bin durchgelaufen. Das sind die Kabinen, okay. Dann gibt es doch Kabinen für die Spieler, aber das ist so direkt offen alles, so keine Tür. Es gibt für den Schiedsrichter keine Kabine. Gut, die brauchen keinen, die pfeifen eh scheiße. Achso, da ging es nicht raus. Ach. Suche eine Wohnung, Haus. Merke ich mir mal. Nach dem Video eventuell. Ach, ich habe keine Zeit. Ich muss meine Freundin abholen. Ja, muss dann gleich los. Das heißt, ich muss, ich mache das gern. Ja, aber so ein bisschen, also am Anfang fand ich cool hier, so in den Eingangsbereich, aber es ist nichts eingezäunt. Wie gesagt, man kann da hinten einfach ohne zu bezahlen zuschauen. Sogar hier oben.
Ne, da kommt man nicht drauf. Die Flutlichter hätte ich vielleicht mir ein bisschen mehr so in den Ecken gewünscht. Und ja gut, schräg bauen in Minecraft, wir wissen es alle, es geht nicht so gut. Dann auch das Stadiondach so komplett nur aus Glas. Man hätte irgend so ein paar Streben einbauen können. Ich finde aber die Farben der Teams ganz cool. Also wir sind hier direkt im Revierderby Dortmund-Schalke. Gelb und Blau. Das ist gut. Und ja, aber sonst... Also für ein Ruhrpott-Derby, ne, da hätte ich mir doch hier die Aschebahn drumherum weggelassen. Weil als Zuschauer, man sieht halt hier hinten nicht wirklich viel. Und auch dieses Teil, also der Komplex da, keine Ahnung, wie man das jetzt nennt, mit den ganzen Treppen drin, hätte ich vielleicht eher nach hinten gelegt, sodass da drunter auch noch Leute sitzen können, weil, guck mal, du siehst da hinten das Tor nicht, wenn du hier einen Sitzplatz hast, ist auch nicht so gut überlegt vom Architekten. Ich weiß nicht, wer es gebaut hat, möchte jetzt auch nicht sagen, dass ich das besser kann, bin ja erstmal froh, dass es überhaupt ein Stadion gibt. Weil auch hier kann man bestimmt coole RP-Situationen spielen, wenn man darauf Bock hat. Und eine Frage hätte ich dann aber trotzdem, liege ich damit richtig, dass da oben die Moderatorenkabine ist? Oder Kommentatorenkabine, Moderatoren, das sind ja eher die vor und nach dem Spiel das Ganze analysieren. Und die Kommentatoren sind dann, die das Spielgeschehen kommentieren, die man eigentlich nicht sieht, ne? Ich vermute mal, das könnte das sein. VIP-Lounge kann ich mir nicht vorstellen, weil wie soll man da reinkommen? Es sieht so aus. Oder vielleicht auch für die Kameras. Das vielleicht noch so als kleiner Tipp, wenn man hier unten so ein paar Kameras noch so hinter die Banden stellt. Und das Tor, da so ein Stuhl und so eine Kamera auf dem Stativ, dass man weiß, okay, hier wird auch live übertragen. Ja, aber sonst, ich bin erstmal froh, dass es eins gibt. Hätte nur schöner werden können. Ist aber jetzt nicht böse gemeint, die Kritik. Wir haben aber ein Fußballstadion auf Unica City. So, und ja, mir ist aufgefallen, ich mach mal ein ganz... Was habe ich gerade gesehen? Wollte jetzt eigentlich mal gucken, ob ich das Labyrinth schon kenne. Ich denke mal... Zum Beispiel, hier ist es doch eingezäunt. Warum da vorne nicht? Und hier hätte man vielleicht noch ein bisschen Terraforming machen können. Und dann hätte man auch mehr Platz gehabt. Aber da habe ich jetzt was. Ist der Berg normal oder entsteht da irgendein Gras? Was ist das denn? Ich kletter hier hoch. Ich glaube, das ist. Ach, krass. Das ist aber von der Map, ne? Ja, das sieht aus wie von der Map. Erze. Ein Blick auf den Freizeitpark. Da habe ich gesehen, ich guck mal, ob ihr die Map sehen könnt. Die Map. Karte. Weil ich habe überlegt, ob das denn klar geht, so vom Platz her. Gucken wir jetzt doch mal wieder den Monitor hier an. Und zwar ist ja hier der Funpark. Warte, ein bisschen runter. Hier ist der Funpark. Hier ist der Eingang, das stimmt auch. Ich bin hierher gelaufen. Da steht dieses Labyrinth-Schild dran wahrscheinlich. Und hier ist jetzt der Flughafen in Chinatown. Die Frage, also das habe ich mich gerade schon beim Herumlaufen gefragt. Ich glaube, der Chinatown-Flughafen wurde auch irgendwie versetzt, habe ich das Gefühl, weil der Tower irgendwie hier an der Ecke steht, anstatt hier. Und da hätte ich gerne gewusst, wenn da die Landebahn ist und wenn die hier ist, weil da ist ja das Riesenrad. Ist ein krasser Landepunkt und Startpunkt für Flugzeuge, so über einem Riesenrad hinweg. Ne, hier ist das Riesenrad, genau. Also wenn das verschoben sein sollte, dass der Tower von dem Chinatown Flughafen hier ist, wäre die Landebahn hier. Und das ist genau hier beim Windrad. Und so abzuheben, stelle ich mir schon krass vor. Also wenn man es jetzt mal ganz genau betrachtet und logisch denkt, ist aber jetzt trotzdem kein Problem. Das ist mir nur so als erstes aufgefallen, als ich hierher gelaufen bin. Vielleicht kriegen wir das auch noch raus, wo die Landebahn ist, genau. Ich spiele ja momentan nämlich DCS, Digital Combat Simulator. Und also das ist sehr realistisch und da hatte ich so gerade das als erstes im Kopf. Oh, mit der Landebahn wird aber schwierig.
Ich guck noch mal. Es sollte eigentlich um das Stadion gehen, aber das will ich jetzt gerade noch. Nein, okay, doch, der Tower ist da. Das heißt, die Landebahn müsste doch da sein. Ich glaube, dann ist alles safe, weil hier ist genug Platz. Doch, genau, da ist die Landebahn. Da war ich vorhin irgendwie ein bisschen ja, orientierungslos. Egal, jedenfalls passt das alles, ist safe. Hier kann ich mit meiner in D2S starten und landen, wenn ich es drauf hätte. gut, ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses kleine Video zwischendurch. Beim nächsten Mal soll es wirklich um die Jobroute gehen. Ich verspreche es immer gerne und kann es da nicht einhalten. Deswegen verspreche ich es gar nicht erst. Es soll um die Jobroute gehen. Jetzt nochmal aufzuwachen. Und schreibt mal eure Meinung zu dem Stadion, wie ihr das findet, was ihr von meinen Kritikpunkten verstehen könnt, welche ihr gar nicht verstehen könnt. Schreibt das gerne in die Kommentare. Vielleicht melden sich ja auch die Bilder zu Wort und möchten hier und das eine. Hier das eine oder andere erklären, würde ich mich freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part auf Unica City. Ihr seht, ja, hier unten da und da ein paar Sachen eingeblendet. Guckt es einfach an und haut drin. Bis dahin, tschüss!